Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir das allererste Mal Roblox. Ich habe noch nie Roblox gespielt. Ihr seht, ich habe hier 4 kleine Level mal ausprobiert. Die waren alle richtig komisch, außer der IQ-Test. Da war wenigstens ein bisschen Gameplay dabei, dass man auch ein bisschen jumpen musste. Und man kann seine IQ testen, warum nicht? Deswegen spielen wir das jetzt heute mal. Ich habe nur die allererste Frage beantwortet. Die war irgendwas von wegen, was ist das? Oh nein. Bitte keine GEMA-Musik, dankeschön. Das war so eine Frage, welches Tier irgendwie am schnellsten ist. Und nach jeder Frage kommt dann hier so ein kleiner Part, wo man umherhelfen muss. Und dann kriegt man EP. Jetzt bin ich in Stufe 3. Ja, geil. Ja, bitte habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich habe so gar keinen Plan von Roblox. Ich bin ein richtiger Boomer. Ich habe das vor einem Jahr schon mal ausprobiert, weil halt alle von Roblox gesprochen haben. Aha, ich kann hier Springfedern kaufen. Alles klar, jetzt kommen hier gar keine Fragen mehr, obwohl das ein IQ-Test ist. Auf jeden Fall habe ich es nicht verstanden, weil die Spiele alle ganz komisch sind. Es ist ja irgendwie... Wieso läuft der falsch rum? Dude, Anfänger... Okay, die Dinger fallen weg. Ich weiß auch nicht, was er vorhat. Vielleicht mag er die Regenbogenfarben so gerne. Oder er will mir zeigen, wo man, was man machen muss. Okay, zeig mir, was man machen muss. Das ist ein bisschen so wie bei Takeshis Castle, ne? Oder wie bei Ninja Warrior. Da gibt es doch auch solche Jump-Passagen. Komm, sind jetzt aber ganz schön viele Jump-Passagen gerade. Pet Shop. Ja, wir schaffen das zusammen. Lieber Anfänger, nee, Kian, Kian bist du. Hi, Kian. Und ein bisschen ist das auch wie ein Vollgeist. Oh, da müssen wir auch nochmal reingucken. Ich habe ja eigentlich versprochen, dass wir... Komm mit, Kian. Dass wir da am Wochenende reinschauen. Das ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen her, als ich das versprochen hatte. Aber machen wir noch, Leute. Machen wir noch. Ich bin nur gerade ein bisschen Depri und komme nicht so zum Aufnehmen. So, hier, zweite Frage, Leute. Which is the Australian flag? Oh, jetzt ist der Typ weg, damit ihr mir das nicht vorsagen kann. Aber was? Kian, ich brauche dich doch, Kian. Also oben rechts haben wir Frankreich und links ist England. Oben links gibt's glaube ich gar nicht. Oder doch? Ich glaube, das ist D. Ja, D ist richtig. Ja, yeah, ich bin smart. Achso, hier seht übrigens mal meinen coolen Typen an. Ich habe so einen Pinguin-Sweater an. Der ist cool, oder? Hat er sich gerade was gekauft? Wo kommt die Musik her? Ich habe ein Abzeichen bekommen. Ach, deswegen. Stufe 10. Leute, ich bin ja richtig cool. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß, dass man hier irgendwie solche Roblox, deswegen heißt das Spiel wohl auch so, das ist die Währung in diesem Spiel. Ah, ich darf die roten Dinger nicht berühren. Die kann man irgendwie kaufen und sich dann in allen Spielen tolle Sachen machen. Und alle Leute, die hier irgendwie Level kreieren, das ist ja irgendwie aus der Community Leute. Und die wollen alle Geld verdienen, sehe ich immer wieder. Aber hier gerade noch nicht. Außer, naja, gut, zwischen den einzelnen Passagen hier kann man wahrscheinlich seine Roblox ausgeben, die man mit echtem Geld natürlich kaufen muss. Und deswegen ist das alles ein bisschen sehr geldgetrieben. Aber wenn es auch so Spiele gibt, wo das nicht der Fall ist, ist das bestimmt ganz toll. Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall Roblox mal... Alles klar. Was? Doggy Style! Geil. Alles klar. Ich wollte... Jetzt haben wir hier Bad Wars. Ich wollte Roblox mal eine Chance geben. Und das wirkt ja bisher noch ganz okay hier. Ich würde mir bei so einem IQ-Test vielleicht mehr Fragen wünschen. Aber ist in Ordnung. Wir können ja mal gucken, was hier das kostet. Hier, guck. Mit Premium erhält man einen Eisdrachen. Die sind zumindest relativ süß. Oh, ich habe sogar Geld. Kriegt man Auto? Man kriegt auch Geld. Guck mal, ich kann mir fast einen Hund kaufen. Das soll eine Katze sein oben rechts. Alles klar. Ja, ist ja cool. Wenn man das auch umsonst bekommt, dann freut mich das, dass man keine Roblox ausgeben muss. Na dann, ja, so wie ich das verstanden habe, ist Roblox halt so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Spielen, die andere Leute kreiert haben. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr irgendwelche coolen Roblox-Level kennt. Ich habe beim Conny schon ein paar Mal reingeguckt. Der spielt ab und zu witzige Sachen. Könnt ihr auch gerne mal machen. Der ist ein witziger Dude. Und ich glaube, da werde ich ihm das mal nachmachen, was er spielt. Ob ich da auch dran Spaß habe, was er so macht. EP Level Ranks. Level 0 Anfänger, Level 2. Oh, wir sind schon. Wir sind immer noch Level 1. Ah, wir sind immer noch gar nicht so weit. Aber ich finde das witzig, das erinnert so ein bisschen an Minecraft, nicht wahr? Auch mit, also da gab es ja auch solche Jump-Man-Passagen. Da war ich damals richtig der krasse Mufflon drin. Mufflon ist übrigens mein neues Wort, das ich gelernt habe. Ich habe mir ein Jugendsprachebuch geholt. Beziehungsweise gab es das bei meinem Tierarzt umsonst und dann habe ich das einfach mitgenommen. Ach, hier, guck mal, diese Bubble-Dinger. Das ist ja richtig witzig. Ah, ja, ah, so befriedigend, die ganzen Dinger kaputt zu machen. Ist auch schon wieder out, oder? Aber ich habe mir die auch gekauft. Ach, Mann. Bubble-Web-Dinger. Richtig cool. Mag ich. Sehr gut. Ja, und da stehen so coole Wörter drin wie Mufflon. Und Mufflon heißt einfach Stinker, Leute. Mufflons sind Stinker. Ich bin ein richtiger Mufflon und ihr seid jetzt auch Mufflons, wenn ihr euch diese Videos gebt. Ich sterbe. Warte, wo komme ich wieder raus? Okay, genau da, wo ich war. Ich find's cool, dass... Oh, die verschwinden sogar. Ich find's cool, dass das hier alles so bunt und farbenfroh ist. Regenbogen. Magic Carpet. Damit kann man bestimmt rumfliegen. Aber brauche ich alles nicht. Ich bin doch ein Profi. You want him up? Ich find diese Wack-Doll-Physik ganz witzig von diesem Dude.
Ich spiele übrigens mit Controller, das ist auch wieder ein Pluspunkt für Roblox auf jeden Fall. Gibt schlechtere Games, die man zum Beispiel nur mit der Maus spielen kann. Und ich mag Maus spielen nicht. Oh. Weil meine Maus ist doof. Und da muss man sitzen. Und ich mag nicht sitzen, wenn ich aufnehme. Oh Gott, okay, das ist schon hardcore-mäßig. Yo, 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 yo. Okay, vor allem ist das hier mit dem Controller gar nicht so einfach. Boah, weil man ja so schnell hin und her wechseln muss. Which smiley is different? Welcher Smiley ist anders? Sehen für mich gerade alle gleich aus. Hier B ist anders, weil da die Augenbrauen braun sind. Ha, braune, braune Augenbrauen. Wieso heißen die eigentlich Augenbrauen, wenn sie gar nicht braun immer sind? Die können ja auch blond sein oder rot, je nachdem. Oh, gibt es Menschen, die Augen, also wo die Augenbrauenfarbe eine andere ist als die Haarfarbe? Als die Hautfarbe, wäre ja auch witzig. Und ohne Augenbrauen sieht man einfach ganz komisch aus. Ja, ja, Leute, das sind hier die Weisheiten, die ich wieder rausballer. Aber irgendwie, ich fühle mich nicht so, als wenn hier mein IQ getestet wird. Mit so Fragen wie 40 plus 35 oder so. Naja, ich weiß auch nicht, für was für ein Klientel das hier ist. So gut bewertet wird das ja auch nicht. Ich glaube, das hatte nur 80%. Obwohl 80% natürlich auch schon krass sind. Aber so die anderen Spiele, die ich getestet hatte, wo ich gar keinen Plan hatte, was man machen soll, die hatten ja alle 90%. Also vielleicht ist der Trick bei Roblox, Spiele zu spielen, die nicht so gut bewertet sind. Was ist hier jetzt so komisch? Ah, Wackdoll! Sieht zumindest witzig aus. Whee! Geil, Mann. Ja, das mag ich. Ja, oh, ja, das ist ja richtig. Keine Ahnung. 15 x 3, 45. Oh, das ist alles viel zu einfach. Gib mir doch mal schwerere Sachen. Now playing Desert Star Carissa. Ich hoffe, ich habe das ausgestellt, ne? Weil ich habe gerade noch im Hintergrund Musik an, aber die hört ihr nicht. Ich brauche die nur, weil super cringe, wenn das so richtig... Hä? Wenn das so richtig stumm ist hier alles, dann kann ich nicht reden. Dann flüstere ich richtig doll und das ist irgendwie ein Problem, das ich habe. I don't know. Ich brauche sowieso immer irgendwas im Hintergrund zu hören. Auch wenn ich schlafen will. Ich kann nicht schlafen, wenn es komplett still ist im Raum. Ich brauche immer irgendwie Musik oder irgendwas anderes, weil sonst bin ich mit meinen Gedanken alleine. Und wenn ich mit meinen Gedanken allein bin, dann passieren schlimme Sachen in meinem Kopf. Nein, aber irgendwie ist das unangenehm und... Ja doch, also dass ich mit meinen Gedanken allein bin, ist wahrscheinlich nicht so gut. Bin dann irgendwie... Geht dann nicht, dann... Drehe ich mich in meinen Gedanken rum und nichts geht mehr. What passenger ship sank due to iceberg damage? Das ist Titanic! Weiß ich doch. Was sind da? Ich kenne die anderen Schiffe nicht mal. 1912. Guck mal, hier lernt man was. 1912 ist die Titanic untergegangen. Das ist ja dann 110 Jahre her. Da haben die jetzt irgendwie neue Bilder gemacht, habe ich gelesen. Auch irgendwie eine Information, die man überhaupt nicht braucht. Wie auch immer alles runterfällt. Folge dem Licht. Wieso ist denn jetzt plötzlich irgendwas auf Deutsch? Das ist so witzig. Folge dem Licht und hier kommt gerade Luigi's Mansion im Hintergrund bei mir. Das hört ihr leider nicht, aber außer ich füge es jetzt ein. Aber bei mir ist gerade Luigi's Mansion gewesen und das hat irgendwie gepasst mit dem Licht. Wow, diese Nintendo-Playlist, die ist einfach, die sieht einfach, was ich hier spiele. Oh, ich wollte cheaten und ans Rand gehen, aber darf ich anscheinend nicht. Üb, üb, üb. Aber sagt mir ehrlich, ich bin doch richtig der Profi hier, oder? Rot darf ich nicht, oder doch? Darf man hier rauf? Ja. Da, 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 da. Ich sollte vielleicht nicht mitsingen, wenn ihr das sowieso nicht hört. Da, 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 da. Aber die Musik ist gut. Oh, wir sind übrigens schon Lehrling, Leute. Also bis Level 5 machen wir noch, oder? Level 5 ist doch easy drin. Weil ab Level 5 ist man, glaube ich, Amateur oder so. What is the hardest tap ratio? What is oder was hat? Naja, Sonne, ne? Oh Mann, die Fragen sind alle viel zu einfach. Also wahrscheinlich... Hui. Komm, ich lieb's. Diese Wackdoll-Physik, das ist das Beste an diesem Spiel. Als nächstes werden wir Abenteurer. Ich glaube, je weiter man das spielt, umso schwerer wird's natürlich auch. Aber momentan... Oh, ich verliere Leben. Kann man Leben verlieren? Hat man hier Leben? Momentan ist das alles noch viel zu einfach. Rot nicht, dann nehme ich lila. Ich habe ja auch ein lila Pet bei mir. Ist das wichtig, was man nimmt? Der war einfach fake! Woran erkennt man denn, ob was fake ist oder nicht? Also hier war lila richtig, aber woran würde ich denn erkennen, was hier richtig und was nicht? Gut. Blau. Einfach ausprobieren? I don't know. Also ich glaube, beim nächsten Mal sollten wir was... Oh. What's happening? Irgendwas ist abgestürzt. Also mein Wolf hier einfach mal abgestürzt. Gibt's ja gar nicht. Wir sollten nächstes Mal irgendwas spielen, was irgendwie actionreicher ist als das hier. Aber so zum Reinkommen ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Weil wie gesagt, ich bin halt mega der Boomer. Und wenn ich... Ja, Boomer, als Boomer muss man erstmal ein bisschen langsam hier ran. Das ist so ein richtig schönes Boomer-Gameplay hier gerade. Ist schon in Ordnung. Ach Leute, ich bin übrigens ein bisschen krank. Schon seit Wochen. Ich war, glaube ich, vor
ungefähr 2 Monaten, Anfang April, glaube ich, war ich bei Avril Lavigne auf dem Konzert. Esther Looper? What word can be made of Esther Looper? Achso, Gott. Plateus? Ja. Genau, ich war bei Avril Lavigne und seitdem bin ich einfach krank. Ich bin seit 2 Monaten kontinuierlich krank. Ich war zwischendurch auch noch bei anderen auf Konzerten, zum Beispiel war ich bei Pur auf dem Konzert. Da war ich sogar im NDR-Fernsehen, weil ich in der ersten Reihe stand und kann man mich sehen. Also wenn man mich bei NDR-Story, wenn man da irgendwie Pur eingibt, dann bin ich da der einzige Jugendliche in der ersten Reihe. Falls ihr mich mal sehen wollt, Leute. Ja, das war auf jeden Fall ganz witzig, die waren richtig cool. Ich habe da sogar einen Drumstick bekommen. Mega, mega cool. Bei den anderen Konzerten übrigens auch. Ich war dann noch bei Cyan Kicks. Kennt sowieso keiner, aber da habe ich auch ein Konzert bekommen. Und einen Plektrum, what the fuck. Und bei irgendwas war ich noch. Achso, bei Zebrahead. Die waren auch richtig, richtig gut. Die haben sich auf jeden Fall in die Top 3 der Bands gepackt, bei denen Konzerten ich bisher war. Und ich war schon bei einigen Konzerten und die waren irgendwie richtig, richtig gut. Vor allem hat deren Konzertticket nur 26 Euro gekostet. Richtig wild. Aber ja, irgendwie, ich bin dann so nach 2-3 Wochen dann irgendwann wieder relativ gesund und dann kommt das nächste Konzert und dann bin ich wieder krank. Und ich hab das jetzt wirklich schon seit 2 Monaten und meine Krankheit geht einfach nicht weg und das nächste Konzert ist jetzt schon am 1. Juni wieder, da bin ich bei Set It Off. Und dann, eine Woche danach, bin ich bei One Ok Rock sogar in Berlin. Werde ich auch wieder krank sein. Also mein ganzer Sommer werde ich einfach krank sein, das ist das. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll. Nicht, dass das dann irgendwie chronisch wird, das wäre richtig blöd. Which word does not belong? Welches Wort passt nicht dazu? Hat ja irgendwie alles mit Kunst zu tun, ne? Also das Painting ist ja schon mal was zum Malen. Statue und Skulptur ist fast dasselbe. Eine Oper hat natürlich was mit Musik zu tun. Also für mich ist A, B und D irgendwie künstlerisch und eine Statue an sich ist nicht künstlerisch in dem Sinne, oder? Eine Statue kann ja auch sonst was sein. Keine Ahnung, ich nehme die Statue. War falsch! Sondern, was ist denn dann... Was hättet ihr denn hier genommen? Ja, nämlich Opera, weil das Musik ist. Aber warum? Was haben denn die ersten drei gemeinsam, was die Oper da nicht zu tun hat? Ah, Painter, Stager und Sculpture ist vielleicht was im Museum ist. So kann ich mir das auch erklären. Lol. Und die Oper ist da halt nicht drin. Wenn man zu langsam ist, muss man das einfach nochmal beantworten, wenn man ein Spatzenhörn hat. Dann kriegt man das ja gar nicht hin. Dann muss man ja nochmal überlegen. Ui, das war ja witzig. Das war ja richtig funny. Ja, aber so viel dazu. Wenn ihr irgendwie Ideen habt, wie ich schneller gesund werden kann, ich trinke hier schon die ganze Zeit Tee und so einen Scheiß, dann auch gerne in die Kommentare damit. Level up. Cool. Jo, und ansonsten spiele ich sehr viel Breath of the Wild momentan. Habe ich sehr viel Spaß dran, bevor ich mir dann Totke irgendwann hole. Aber ich habe erst 50 Stunden in Botwe. Deswegen wird das noch ein bisschen dauern. So, ich würde sagen, wir gehen noch bis zur nächsten Frage und dann ist das Video doch auch lang genug, oder? Mal hier schöne Geschenke. Haben zumindest eine schöne Farbe. Hey. Oh, lol, man aktiviert das dann auch erst. Man hätte das hier voll austricksen können, indem man den Checkpoint nicht mitgenommen hätte. Dann wäre das hier viel einfacher gewesen. Ist natürlich ein Whisky. Dass man dann da stirbt und das alles nochmal machen muss, aber sonst. Dass hier auch mal alles runterfallen muss. Ba, 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 da, 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 da. How many faces does a cube have? 6, ne? Sonst kann man ja keine 6 würfeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, okay, die Fragen sind viel zu einfach. Es tut mir so leid. Oh, aber wir haben richtig viel Geld bekommen. Guck mal jetzt. Ah, mit jedem Checkpoint kriege ich Geld. Ich habe jetzt schon 616. Ich könnte mir jetzt Pets kaufen. Aber ich habe ja schon ein Pet. Da, oh, ich habe eine Katze. Die ist so riesig groß. Und jetzt ist die hier mit mir. Für immer? Habe ich die jetzt nur in diesem Spiel hier oder allgemein in Roblox? Das wäre ja witzig, wenn ich die immer hätte. Oh, jetzt habe ich so eine süße Katze. Kann die auch mauzen? Mauz mal für mich. Mau, mau. Mau, mau, mau. Okay, das ist doch nochmal ein schönes Ende. Dann, ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war okay, auch wenn das jetzt nicht so ganz spannend war und ihr einen Boomer hier zusehen musste, wie ihr hier spielt. Aber wir können in Zukunft auch mal spannendere Level uns angucken. Da gibt es auch ganz viel, wo man irgendwie weglaufen muss oder irgendwas Spannenderes machen muss. Kriegen wir schon hin, Leute. Kriegen wir schon hin. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Roblox. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.